Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Die Siedler 7, bei der Kampagne und der wahrscheinlich letzten Mission dieser Kampagne. Das letzte Gewicht, so heißt es zumindest. Drakenau. Unser Abenteuer endet mit einem letzten großen Gefecht im kargen Ödland am Fuße des Vulkans, wo wir uns gegen unsere drei einflussreichsten Feinde behaupten müssen. Einer uralten Legende zufolge ruht ein Drache in der glühenden Lava im Inneren des Vulkans. Ah. Sollte sich dies als Wahrheit erweisen, so könnten wir einen überaus mächtigen Verbündeten gewinnen. Ja, erstmal schauen, Aufnahme läuft, ja, gut. Panik und Paranoia müssen in letzter Zeit immer stattgegeben werden. Aufgrund der einen Sache mit der letzten genannten Aufnahme und dieser Mission, die durchgehend abgestürzt ist, bin ich geimpft. Start. Wer sind unsere drei einflussreichsten Gegner? Dragorians Verletzungen waren schwerer als erwartet und so musste unsere Heldin ihre letzte Schlacht alleine spielen. Wie schade. Und was mit seiner Schwester? Haben wir die umgebracht oder was ist mit ihr passiert? Ach, okay. Er lebt also immer noch. Ich dachte, wir hätten den Ludovic auch schon beseitigt gehabt. Ich meine, wie schade. Es ist ein Jammer, dass Dracorian nicht dabei ist. Dieser elendige Siegpunkte-Snacker. Das karge Bergland. Berühmt für seine zerklüfteten Landschaften. Dort trifft Zoe König Konradin. Papa Schlumpf. Papa Schlumpf in Gelb dieses Mal. Zoe, du hast eindrucksvoll gezeigt, was du willst. Ich überlasse dir Land und Krone. Jetzt beende diesen Blödsinn und kehre heim. Nochmal werde ich nicht auf euch hereinfallen, Vater. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Ich habe keine Angst mehr vor euch. Was ich jetzt habe, könnt ihr mir nicht mehr nehmen. Du bist ein Dummkopf. Genauso wie Dracorian und Lord Wolverine. Eines Tages wirst du lernen, dass Edelmut allein dich weder nähren noch schützen wird. Er mag mich wohl nicht nähren oder schützen. Aber er wird mich auch nicht einsam und ungeliebt sterben lassen. Also hast du dich entschieden. Wir sehen uns in der Schlacht. Was würde die Mutter dazu sagen? Nahe dem Kloster der feuerfröhlichen Mönche... Der was? Ach, feuchtfröhlichen Mönche. Das macht's auch nicht besser! Drakenau, so ist Stadt, mit ihrer Hüpfburg, die sich wieder aufgestellt hat. Ich bin zwar verletzt, dennoch werde ich euch in diesem entscheidenden Kampf beratend zur Seite stehen. Wenn du uns beraten kannst, kannst du auch eine Stadt bewältigen. Andriens Schicksal wird heute auf diesem Schlachtfeld entschieden. Euer Vater, sein Feldmarschall Ludovic und selbst König Balderus haben ihre Truppen in den Bergen versammelt. Solange wir genug Zeit haben, ist alles gut. Wir gehen gleich wieder in Schneckengeschwindigkeit über. Alles wegforschen, was die haben. Wie ihr seht, halten diese Berge zahlreiche Möglichkeiten für euch bereit. Die Möglichkeit, die ich zuerst haben möchte, ist... Überlegt genau, wie ihr die Angriffe eurer Gegner abwehren wollt. Wählt euren eigenen Weg zu eurem eigenen Königreich. Zuallererst. Haupt- und Spezialgebäude, Kirche. Maßgebliche Relevanz ist das so. Wir setzen es so auf, damit ich mich in dieser Straße hier orientieren kann. Setz das Ding dahin. Quests und Gefährliche müssen penibel vorbereitet werden und sie können euch jedoch auf mannigfaltige Weise von Nutzen sein. So, was haben wir? Wir haben 4 Mann. Da können wir Münzen hernehmen. Da können wir Eisen herkriegen. Wir sollten zuerst mal Kohle und Münzen sichern. Fruchtbarer Boden ist hier nirgendwo. Das ist unglücklich. Da ist der spezielle Siegpunktort. Ich will zuerst das Gold haben. Wir können hier Keulen herbeziehen und Holz.
Keulen sind gerade noch nicht so wichtig, also kommt zuerst mal Holz. Diese Straße wird zu unhilfreich. Wir machen das anders. Wir setzen hier unseren Holz erstmal hin. Nach hier, so an die Straße. Dann spannen wir uns in die Peinlichkeit irgendeiner Straße, die uns dazwischen funkt. Fürs Erste. Dort hinten dann die übliche Berghütte, die später zur Erzschmelze umfunktioniert wird. So, fühl dich angeschlossen. Dein Metze. Nächster Schritt, Wohnhaus. Zuerst mal ein reguläres, würde ich sagen. Was da reinkommt, ist zunächst ein Brauer. Wir brauchen Bier. Wir müssen forschen. Also kommen wir direkt drei Brauer rein. Was soll's? Wo kriegen wir Getreide her? Ich sehe hier überhaupt nirgendwo fruchtbaren Boden. Hier ist fruchtbarer Boden. Oder? Der Boden hier ist fruchtbar. Der Boden hier ist unfruchtbar. Das ist dieses Gebiet hier, ist da, wo wir unser Getreide her. Nein! Niemals! Den Teufel werden die tun, dass sie mir die Verzierung klaut. Das ist das Erste, was ich haben möchte. In der Taverne heben wir uns direkt schon mal den ersten Pikenier wieder aus. Der unseren... müssen zwei ausheben. Ja, das ja ausgleichen, weil wir hier das Getreide erziehen müssen, um uns weitere Mönche leisten zu können. Nein, Wohnhaus! Für vier hat's gereicht, alles klar, überbietet. Euch bei der Erforschung einer Technologie überboten. Was ist das für ein Cheater? Dann will ich die Geologie haben. Was ist das für ein mieser, dreckiger Cheater? Es gibt keine Möglichkeit, dass er so viele Mönche zur Hand hat. Gut. Neues Land. Was tun wir? Großartig. Eroberungsbelohnung. Wir wollen einen kleinen Steinschub und Holzbretter können auch nicht schaden. Und mehr Steine. Soll's. Förster, du hast eine Aufgabe und die Aufgabe ist es, hier zu arbeiten. Ist der Boden überhaupt fruchtbar? Ah, das ist unfruchtbar, na toll. Gut, Forstwirtschaft. Drei weitere. So. Mehr passt hier ohnehin nicht rein. Im Braunfels an Leuten, das ist also alles kein Problem. Ihr seid da. Ein Marsch. Wir brauchen Eisen, Wild und prinzipiell den gesamten fruchtbaren Boden, den wir kriegen können. Das ist eine Klassifizierung, die einfach so abgeklaut hat. Was für ein mieser Ketzer einfach. Können wir das... Wisst ihr was? Mir eigentlich ziemlich egal, wir starten neu. Ich will diese Technologie haben. Wir sind noch ganz am Anfang und wir haben noch überhaupt keine großartigen Fortschritte gemacht. Das Erste, was wir wollen, ist diese beschissene Technologie. Koste es, was es wolle. Ja, wir haben es also bereits gesehen. Wie
ihr seht, halten diese Berge zahlreiche Möglichkeiten für euch bereit. Ja, fangen wir an. Überlegt genau, wie ihr die Angriffe eurer Gegner abwehren wollt. Wählt euren eigenen Weg zu eurem eigenen Königreich. Halt die Klappe. Baut das Teil sofort. Deswegen haben wir haben die Strecke jetzt explizit dafür verkürzt. Das erste, was wir brauchen, ist ein Wohnhaus. Damit wir den Platz haben, den Priester rauszuprügeln. Also kommt direkt ein großes Wohnhaus hin. Wir bauen das diesmal so. Und in der Logistik ist die Kirche priorisiert. Immer. Da kriegen wir gleich zwei Brauer dran. Nicht drei, weil wir den Platz brauchen. Ja, wenn wir angefangen haben, werden wir nicht überboten. Ihr. Haltet euch rein, ich will zuerst einen fruchtbaren Boden haben. Für Getreide. Quick Save. Da die Kirche gerade gebaut wird. Das ist das reguläre Wohnhaus nach hier so hin und wer, das passt dann alles nicht. Kirche. Direkt drei Novizen. Halt die Klappe. Wir haben jetzt explizit die Strecke dafür verkürzt, damit wir die drei Novizen so schnell es geht kriegen. Ich will diese Verzierung haben. Doinks. Doinks. Komm, Doinkse. Doinkse! Die nächsten drei. So, nächster Schritt. Berghütte. Berghütte hier hin. Die nächsten drei. Alles klar. Geologie. Okay, das blockiert hier nichts, das blockiert aber hier. Das ist bitter. Warum? Warum tust du das? Das hätte es gepasst. Ach, brauch rein nach hier hin. Okay, die forschen den Drill. Von mir sollen die den Drill haben. Komm, ein Dolkser noch. Forstwirtschaft oder Viehzucht? Wir könnten den Gewaltmarsch abnehmen und nicht an Ballistik rankommen. Viehzucht. Ich will die satte Ernte haben. Belohnung. Perfekt. Zuallererst die Steine. Eine Schlacht wurde gewonnen. Direkt zwei weitere Pikiniere ausbilden. Wir brauchen Land. Von hier oben aus können wir uns Keulen beziehen, sobald wir die brauchen. Fürs Erste brauchen wir die nicht. Dann räumt uns hier mal das Land frei. Weil wir nicht nachforsten können. Zwei Holzfäller, eine Sägemühle. So, du kriegst jetzt eine Papiermühle. Du kriegst einen Buchbinder. Hier kommt dann ein Getreidefeld drauf. Oder eine Getreidefarm. Auf Brot müssen wir... Ja, da können wir dieses Gebiet hier nehmen. Gehört es noch zu uns? Es gibt hier nämlich Fisch. Fremdes Gebiet noch. Und das ist angeblich auch noch fremdes Gebiet. Okay, wir müssen jetzt Platz schaffen. Ja. Wäre so oder so gelaufen. Ach nee, es wäre nicht so gelaufen, weil hier noch Platz gewesen wäre. Weil hier nur dieser Platz noch genutzt worden wäre. Sei es drum. Die beschneiden sich. Wurde von euren Geistlichen ergründet. Alles klar, wir haben das hier. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle.
Panik! Kirchenausbau werden wir brauchen. Baute zuerst. Und Kirchenausbau, damit wir das hier kriegen können. Für die besseren Gelehrten. Baumaterialien. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Du behältst es erst einmal. Wir wollen hier die nächsten drei Brüder kriegen. Ein Novizen. Wie dem auch sei. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Wir lassen hier ein bisschen Platz. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ah, regeneriert euch schneller. So, Forstwirtschaft das nächste, danach das hier. Und danach haben wir den Gegner abgeschlossen von den relevanten Technologien. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Feld der Weisheit. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Doinks. Und Doinks der Härter. Da wurde gedoinkst. Forstwirtschaft. Die Kirche ist noch nicht ausgebaut, also ist alles gut. Haben wir Bücher? Wir haben genug Bücher für einen. Das ist gut genug, denn ich möchte als allererstes die satte Ernte haben. Da uns das Gebiet hier inzwischen gehört. Das ist eigentlich schon peinlich, dass wir es noch nicht genutzt haben. Getreide. Beschafft uns das. Hier können wir unseren Holz herziehen. In riesigen Massen. Seid ihr vollständig? Rüber mit euch. Leider hat den Imperator gewonnen. Das ist mir ziemlich egal. Technologien sind das Wichtigste. Für uns zumindest. Apropos. Doinks uns. 4 Stück. Das wäre jetzt das Erste, was ich haben möchte. Jetzt nehme ich den sogar noch vor dem Drill ab. Ausbau fertiggestellt. Ein Bruder muss dabei sein, damit wir die satte Ernte und die Ballistik kriegen können. Und diese Wege abschneiden. Wir wurden nirgendwo überboten, oder? Nein. Quicksave an dieser Stelle. Waffen haben wir? Waffen haben wir. Das bedeutet, wir können uns eine günstige Armee ausheben. Komm darüber. Kann unsere Waffenschmiede direkt hier rüberkommen. Schlacht gewonnen. Wir haben noch einen Überlebenden mehr als der Gegner. Das reicht schon, um zu gewinnen. Doinkst, Härter. Oh, wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Buchbinder. Hör auf zu produzieren. Wo wollen wir jetzt Nahrungsmittel hernehmen? Hier gibt's Fisch. Ach, das ist dieses Territorium. Das zählt. Alles klar. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. So. Das ist blöd, dass wir jetzt keinen Zugriff mehr auf Nahrungsmittel haben. Und weil dieses Gebiet tatsächlich das Wichtigere von denen. Und hier können wir noch tatsächlich eine weitere Getreidefarm unterbringen. Hoffe ich zumindest. Sagen wir das so. Das hier werden wir gleich abreißen. Nehmen wir jetzt nämlich ein paar Steine zum Fenster rauswerfen. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Die Waldrodung. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Unsere Getreidescheunen alle hier rüber.
Wir haben eine Belohnung bekommen, das ist wunderbar für die Nahrungsmittel, die wir brauchen. Mit Baumaterial.